Willkommen zu einer neuen Review auf tradingshazam.de oder at. Heute stellen wir euch das Neo 003 in der Advanced Version vor. Manche kennen es vielleicht schon. Es ist seit einigen Monaten draußen und in der Youth Version bietet es etwas weniger RAM und etwas weniger ROM. Die Advanced Version hat 2 GB RAM und 32 GB ROM. Doch kommen wir zu der Verpackung. Die ist eigentlich ganz schlicht und simpel, ganz nett gemacht, in der weißen Hülle. Packen wir sie doch mal aus. Haben wir eine kleine schwarze Box, die ist seitlich mit einer kleinen Lasche zu öffnen. Da machen wir sie mal auf. Da ist es ganz simpel. Links haben wir ein kleines Fach für die Bedienungsanleitung und tradingshazam bietet auch immer eine Folie mit an. Rechts ist normalerweise das Handy drin und machen wir es mal auf. Da kommt dann das USB-Kabel zum Vorschein, der Adapter für den Netzstecker sowie ein paar Kopfhörer. Kommen wir zu den Spezifikationen des Neo 03 Advanced. Hier ist eigentlich alles drin, was man sich von einem MediaTek High-End Phone wünscht. Ein 5 Zoll Display, Full HD Auflösung mit IPS Panel, ein MediaTek MT6589T CPU mit 1,5 GHz Quad Core, 2 GB RAM, 32 GB ROM, die erweiterbar sind mit einer Micro SD Karte, 13 Megapixel Kamera hinten, 3 Megapixel Kamera vorne, Dual SIM, jeweils in normaler Karte, Android 4.2, ein 3000 mAh Akku und das Ganze wiegt ungefähr 175 Gramm und ist 152 x 77 x 10,5 mm dick. Wenn man sich dann die Tabelle anschaut, lässt das Smartphone eigentlich keine Wünsche übrig, wobei man sagen muss, zurzeit sind in China die High-End-Smartphones eigentlich mit denselben Spezifikationen ausgerüstet. Kommen wir zu dem Design und der Verarbeitung des Neo 03. Das ist recht gut verarbeitet, liegt gut in der Hand, fühlt sich robust an und ist nichts Besonderes. Sieht ganz simpel aus mit einem Metallrahmen vorne an der Seite, hinten ein Plastikcover, ein bisschen Gummi beschichtet. Also ein bisschen wie das S2, nichts Besonderes. Oben haben wir die 3 Megapixel Kamera, unten mal schön mit Sensortasten, die beleuchtet sind. Ist auch nicht oft zu finden bei Smartphones aus China. Hinten finden wir die 13-Megapixel-Kamera, die ein bisschen absteht. Unten haben wir den Lautsprecher, der eigentlich ziemlich guten Sound bietet. Das zeigen wir euch später nochmal. Dann von der Seite ganz normal links die Lautstärkentasten, rechts die Power-Taste. Ganz Standard. Oben haben wir die Kopfhörerbuchse sowie den Micro-USB-Anschluss. Und unten haben wir nur einen Mikrofoneingang. Dann will ich euch noch kurz zeigen, wie es unter der Abdeckung aussieht. Da bietet das Neo so einen kleinen Spalt rechts in der Ecke, wo man einen Fingernagel reinstecken kann. Schwupps und schon ist das Cover ab. Hinten sieht man den 3000er Akku sowie die beiden SIM-Kartensteckplätze und in der Mitte den Micro-SD-Platz. Bauen wir das Neo wieder zusammen, klick, klack an den Seiten und schon ist das Neo wieder einsatzbereit. Standardmäßig ist Android 4.2 installiert, das schauen wir uns kurz mal hier in den Einstellungen an. Und auch der normale Android-Launcher ist immer vorhanden, wobei ich empfehle immer einen alternativen Launcher. Apex-Launcher ist wesentlich smoother als der normale. Schauen wir uns noch ein paar Einstellungen an. Die sind eigentlich typisch Android 4.2 ganz standardmäßig. Ganz normal Wireless LAN, Bluetooth, Flugmodus, die normalen Audioprofile, das Display. Kann man alles Mögliche einstellen. Der Speicher ist mit 1,76 hier angegeben. Ich habe schon ziemlich viele Apps installiert und auch schon ziemlich viel verbraucht. Da zeige ich euch kurz mal, wie das am Anfang aussah. Da waren vom Speicher, wie gesagt, 1,5 GB für Apps frei. Der Rest wurde von Standard-Apps benutzt. Und auf der SD-Karte konnte man ungefähr 26 GB von den 32 GB nutzen, was eigentlich ganz ordentlich ist. Kommen wir zu ein paar Benchmarks, da haben wir schon was vorbereitet und die durchlaufen lassen. Kommen wir zum Antutu Benchmark, da erreicht das Neo 03 14.300 Punkte, was recht ordentlich für ein MediaTek CPU ist. Beim Quadrant erreichten wir 5.600 Punkte, was auch oberste Spitze ist bei MediaTeks. Beim 3D Mark ist es okay mit 1700 Punkten. Man kann viele Spiele spielen, aber später dazu mehr.
Nach den Benchmarks kommen wir mal zur allgemeinen Performance. Und die ist recht gut. 1,5 GHz Quad-Core mit 2 GB RAM lassen eigentlich keine Wünsche übrig. Aber auch die Sensoren wie Wi-Fi, Bluetooth funktionieren einwandfrei und haben eine richtig gute Reichweite. Mobilfunk haben wir mal im Vodafone und im O2-Netz auch das Dual-SIM-System ausprobiert. Man kann immer wählen, von welchem Netz man anruft, und es gab keine Probleme. Man verstand den anderen Partner immer recht gut, und so lässt es eigentlich keine Wünsche übrig. Wenn man die Sensoren erwähnt, dann muss man sagen, dass MediaTek-CPUs oft ein Problem mit GPS-Satelliten haben. Es dauert lange, bis die verbunden sind. Mit einem kleinen Mut kann man das ein bisschen verbessern, und hier sieht man das Ergebnis. Die Verbindung dauerte ungefähr 15 bis 30 Sekunden, und danach hatte man eigentlich ziemlich schnell sehr viele Satelliten. Das wollen wir euch auch mal kurz in Live zeigen. Hier waren wir draußen, um euch auch mal zu zeigen, wie das Display im Sonnenschein ist. Es ist ziemlich gut ablesbar, keine Folie befindet sich auf dem Display. Die Kamera löst auch ziemlich schnell aus, wie wir hier mal kurz sehen können. Dann haben wir einen GPS-Test gemacht, wobei wir schon einmal verbunden waren. Und so sieht man, geht es eigentlich ruckzuck nach dem ersten Verbinden, und Satelliten sind da. Dann wollten wir auch kurz noch die Wi-Fi-Verbindung testen, die ungefähr 10 Meter entfernt ist. Und da sieht man, die Verbindung kommt schnell zustande. Der Browser funktioniert einwandfrei. Es lässt sich leicht scrollen. Und als letztes kurz noch der Launcher. Schnell und flüssig. Wunderbar. Hier noch ein kleiner Test mit einer Navigations-App, natürlich Google Maps. Da wollten wir mal gucken, ob das GPS-Signal sich eignet, um eine kleine Spritztour zu machen. Und es war eigentlich kein Problem. Die GPS-Satelliten waren schnell gefunden. Google Maps hatte eine echt gute Genauigkeit, und so konnte man die Fahrt genießen und musste sich keine weiteren Sorgen machen. Kommen wir zu der Standardsoftware. Hier ist es mal schön, nicht so viel vorinstallierte Software zu sehen. Vor allem China-Apps sind sehr Mangelware, und viele kann man löschen. Eine App sticht dabei heraus, das ist das Root-App. Das ist etwas besonders. Man kann zwar super so installieren, aber hier das Root-App wird bevorzugt, und man kann es auch nicht wirklich deinstallieren. Aber es ist ganz einfach zu benutzen. Ganz unten sieht man Root, und hier kann man die verschiedenen Apps einstellen. Es erscheint auch immer ein kleines Pop-up, wenn ein neues App auftaucht, das Root-Zugriff braucht. Da muss man rechts auf Ja klicken, sozusagen in Chinesisch. Sonst ist es kein Problem. Kommen wir zu einem weiteren Standard-App, dem normalen Telefon-App. Da sieht man den Dual-SIM-Modus schön. Ganz unten sieht man zwei Telefone. Entweder kann man einen festen Anbieter einstellen fürs Telefon, für SMS sowie für das Datennetz. Oder man lässt jedes Mal abfragen, wie hier zum Beispiel. Dann kann man bei jedem Anruf wählen, ob man zum Beispiel mit dem Vodafone-Netzwerk telefoniert oder mit dem O2-Netzwerk. Hier probieren wir es kurz mal aus. Ganz normales Standardbildschirm von Android 4.2. Da gibt es nichts Besonderes. Das gleiche gilt auch für das SMS-App. Hier kann man auch entscheiden, über welches Netzwerk man die SMS versendet. Jeweils zum Beispiel hier über das Vodafone-Netzwerk oder O2-Netzwerk. Kann Kosten sparen und ist sehr praktisch, vor allem weil es immer angezeigt wird, über welches Netzwerk die SMS reingekommen ist. Weiter wollen wir euch das Kamera-App zeigen. Das ist ganz normaler Standard bei Android 4.2 und bietet nicht sehr viele Optionen. Doch man muss sagen, das Neo 003 macht echt gute Fotos, egal ob im Makrobereich oder auch bei größeren Landschaftsaufnahmen. Und auch die HDR-Aufnahmen sind richtig gut. Auch in der Dunkelheit kann man mit den HDR-Aufnahmen sehr viel rausholen. Das zeigen wir euch kurz mal hier anhand von ein paar Fotos, die wir geschossen haben. Hier sehen wir ein paar Fotos, alle in 13 Megapixel geschossen. Und man muss sagen, es war nicht wirklich ein schöner Tag, doch man sieht, die Kamera macht echt ordentliche Fotos. Der Auslöser ist sehr schnell. Und hier zum Beispiel Vergleich von der normalen Aufnahme zu der HDR-Aufnahme sieht man schon, dass das eine bessere Qualität ist. Bei Nachtaufnahmen kommt es ein bisschen zur Körnung. Doch da, wo die Kamera auf jeden Fall punktet, ist in den Makroaufnahmen. Da kann man richtig schön nah rangehen, sieht das Holz richtig klar und den Hintergrund sehr verschwommen. Hier zum Beispiel eine Schraube. Und auch die Panoramafotos waren schnell gemacht und haben eine richtig gute Qualität, auch im Detail. Sonst muss man die restlichen Apps eigentlich nicht erwähnen. Der Dateimanager sieht ganz simpel aus. Dann haben wir noch ein Flashlight-App, ein Radio-App sowie ein Videoplayer, die eigentlich nicht sehr beachtenswert sind und ziemlich Standard. Kommen wir kurz zu einem Musiktest, und da muss ich sagen, erreichen die Lautsprecherboxen oder die Lautsprecherbox unten eigentlich einen ziemlich guten Sound.
Das testen wir mal kurz hier an Will.i.am. Gucken wir uns noch kurz ein anderes Lied an. Wie man sieht, ist der Sound recht ordentlich und kann auch richtig laut sein, wobei mir so ein bisschen die Bässe fehlen. Zeige ich euch kurz noch hier die Videoqualität. Da haben wir einen Film runtergeladen im Playmobil Stepways. Und das Display ist einfach richtig gut. Die 5 Zoll kommen richtig schön bei Movies und bei Spielen. Full HD-Auflösung mit 441 dpi lässt echt keine Wünsche mehr übrig. Und das IPS-Display erlaubt auch, dass der Nachbar oder der Freund nebenan dabei sitzt und auch noch sehr gut den Bildschirm erkennt. Wenn wir schon bei den Videos sind, dann springen wir direkt mal zu der Videoqualität von gedrehten Videos hier in Full HD, eine Autofahrt. Man muss sagen, die sind echt gut. Die sind ein bisschen überbelichtet, wobei der Tag war auch echt sonnig. Aber die Videos laufen flüssig, alles ist ohne Ruckler. Es treten auch keine Fragmente unten oder oben am Bildschirm auf. Und man hat eigentlich keine Probleme. Und damit kann man echt schöne Videos machen. Da muss man sagen, ist die Kamera auch echt gut und es macht richtig Spaß, Videos sowie Fotos zu machen. Kommen wir zum letzten Punkt und das sind die Games. Anfangen tun wir mit Modern Combat 4. Das ist ein richtiges High-End-Game und bietet auch sehr hübsche Grafik und braucht dafür sehr viel Performance. Die schafft das Neo eigentlich ganz gut. Es kommt zu keinem Ruckler, man kann flüssig spielen. Hier regeln wir mal kurz ein bisschen die Lautstärke runter. Dann laufen wir durchs Feld und die Tasten lassen sich gut bedienen. Die Touchpoints werden gut erkannt und so kann man eigentlich sehr flüssig und ohne Probleme spielen. Das Anvisieren ist einfach und ja, Modern Combat 4 ist schon ein bisschen anspruchsvolleres Spiel. Und auf so einem schönen 5 Zoll Display macht es auch echt Spaß. Lassen wir kurz mal die Bilder ein bisschen wirken. Kommen wir zum nächsten Spiel, da habe ich mir Max Payne ausgesucht. Ist zwar kein High-End-Game und schon auf dem PC etwas länger draußen, aber auf dem Smartphone gerade ganz neu und macht richtig Spaß. Große Bildschirme wie immer, schön anzusehen. Auch hier die Touchpoints sehr leicht und sehr gut zu bedienen. Es macht auch richtig Spaß und ich bin auch schon ziemlich weit gekommen. Hier fangen wir nochmal kurz von neu an. Und zeigen mal kurz die Animation sowie das flüssige Ablaufen des Spiels. Dann einer meiner Favoriten, Granny Smith. Das ist eher ein ja, leichtes Spiel und nicht so grafikintensiv, macht aber auf dem Display und dem Smartphone einen recht guten Eindruck und lässt sich gut spielen. Aber das ist auch kein Wunder mit 1,5 GHz und 2 GB RAM. Das nächste Spiel ist Clash of Clans, ist eigentlich ganz neu im Store, schon eine Weile draußen auf dem iOS-System und eigentlich so ein kleines Aufbauspiel. Auch nicht wirklich Grafik und Performance intensiv, aber es ist schön anzusehen, vor allem auf diesem Display mit der sehr hellen Beleuchtung und dem guten Kontrast. Macht es auf jeden Fall Spaß und lässt so die ein oder andere Stunde schnell vergehen. Kommen wir zum nächsten Game, FIFA 2014. Das ist ja, eins der neueren Spiele, wobei es nicht so grafikintensiv ist. Doch auch auf dem großen Display, wie schon vorher erwähnt, sieht es gut aus, läuft sehr flüssig, ohne Probleme. Und wer ein bisschen Ahnung davon hat, der spielt es wahrscheinlich ein bisschen besser als ich. Kommen wir zu den zwei letzten Games und meiner Meinung nach ein paar Problemfällen. Ich weiß nicht, ob die Spiele nicht extra optimiert sind, aber zum Beispiel Asphalt 8, hier im Bild zu sehen, läuft nicht ganz flüssig auf dem MediaTek. Obwohl der Prozessor 1,5 GHz bietet und 2 GB RAM und im System und bei den meisten Spielen kein Problem macht, ist es hier ein bisschen am Ruckeln.
Flüssiges Spielen sieht ein bisschen anders aus und es macht auch nicht ganz so viel Spaß. Vielleicht kann man das mit ein paar Moves optimieren, doch auch das iOcean hatte bei Asphalt 8 seine Probleme. Das letzte Spiel haben wir hier Dungeon Hunter 4, auch ein ganz neues Spiel. Das hat mit die größten Probleme auf MediaTek-CPUs. Das gleiche Problem hatten wir auch beim iOcean. Da hatte Dungeon Hunter 4 auch seine großen Probleme und es ruckelt ziemlich stark, vor allem bei größeren Horden. Aber wie gesagt, die meisten Spiele laufen recht flüssig und sehen auch richtig hübsch aus auf dem 5 Zoll Display. Kommen wir zum Fazit des Neo 003 in der Advanced Version. Vom Design her kann man sagen, es ist ziemlich simpel und erinnert ein bisschen an das alte Samsung S2. Die Verarbeitung ist recht ordentlich, es liegt richtig gut in der Hand und fühlt sich sehr wertig an. Zur Kamera. Mit seinen 13 Megapixeln hat sie uns vor allem im Makrobereich überzeugt und macht richtig gute und knackige Fotos. Und auch der Lautsprecher überzeugt im Soundtest, wobei ihm ein bisschen die Bässe fehlen. Zum Android 4.2. Das läuft richtig flüssig und der normale Launcher ist recht gut, wobei wir immer einen alternativen Launcher empfehlen, der noch ein bisschen flüssiger läuft. Wireless LAN und die meisten Sensoren sind auch recht gut und haben eine gute und starke Signalqualität, vor allem das Wireless LAN. Bei den Standard-Apps gibt es eigentlich nichts Besonderes. Es kommen die ganz normalen Android 4.2-Apps zum Einsatz. Ein besonderes Highlight ist der nette Telefon- und SMS-Launcher, weil man hier vor allem die einzelnen Mobilanbieter anwählen kann, direkt aus dem App und in der Nachricht heraus. Bei den Spielen, da muss man sagen, da muss man ein paar Abstriche machen. Nicht jedes Spiel läuft flüssig. Bei Asphalt 8 und zum Beispiel Dungeon Hunter 4 gibt es ein paar Ruckler. Doch sonst im Allgemeinen läuft es recht flüssig. Zum GPS. Das ist immer etwas schwächer bei MediaTek-CPUs. Doch man muss sagen, mit diesem kleinen Mut kann man es auf dem Neo echt gut optimieren und man kriegt schnell ein Signal. Abschließend will ich noch den guten Akku erwähnen. Bei einer intensiven Nutzung hielt er locker 1 bis maximal 2 Tage durch, was bei einem 5 Zoll Display ein echt guter Wert ist. Zusammenfassend hat uns das Neo 003 Advanced richtig beeindruckt. Es hat ein richtig schönes, knackiges Display, genug Power in Form von Quad-Core und RAM. Dazu macht die Kamera mit seinen 13 Megapixel richtig scharfe Aufnahmen und mit Android 4.2 ist man wunschlos glücklich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und schaut doch öfter mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Da gibt es Reviews zu aktuellen Smartphones, Tablets und auch besonderen Gadgets.